Good morning, good morning, good morning in the evening. Hi, Sven. Hi Rosa, good morning in the evening, genau. Hello, my dear. Hello. So, Ja. this is a friend of mine, Sven Sein. He is performing beautifully in German. So, this talk is going to be in German. But of course, feel free to put the English undertitles in to watch it. It's gonna be fun. I very much like this character there, the way he is expressing justice, very radical, very uncompromising. And yeah, I would say let's start. And here's popping up the impulse. If there is an impulse to in a way share something or contact me or maybe even also do a talk here for no reason, just for fun, just for the sake of this booming aliveness, feel free to contact me. You're welcome. Okay, my dear Sven. So, also, verkünde uns hier bitte die frohe Botschaft, die ich so liebe. Dass es einfach um nichts geht. Und ja, ich überlasse dir die Bühne. Ja. Ja, genau. Also ganz grundlegend geht es um nichts bei all dem, was zu passieren scheint. Aber es ist halt auch absolut, ja, hat alles absolut genau so zu sein, wie es zu passieren scheint. Und das, was zu passieren scheint, ist das, was ist, und das, was ist, ist absolut frei und wild in dem, was zu passieren scheint. Es ist das, was ohne Zweites ist und das ist, was nie angefangen hat und absolut vollständig aus sich selbst heraus schon bereits ist. Und ja, diese Grenzenlosigkeit in Erscheinung von allem ist, in Erscheinung von allem, was zu passieren scheint. Da gibt es, und alles ist das. Also es gibt nichts anderes als das, was ist. Und für das, was ist, geht es nirgendwo hin. Es hat nie angefangen zu passieren, aber es ist halt auch unmittelbar, also an das, was zu passieren scheint. Ja, klingt wunderschön simpel, direkt. Und magst du vielleicht ein bisschen deine Geschichte erzählen? Wie bist du dazu gekommen überhaupt? Oder genau, einfach mal, wie es dazu kam, dass du jetzt hier so darüber sprichst. Ja, hier hat sich halt die Geschichte gespielt, beziehungsweise die Geschichte sich inszeniert, beziehungsweise das, was ist, inszeniert sich ja als jede Geschichte. Und hier hat sich dann halt auch die Geschichte gespielt, dass irgendwann es hier so vorhanden war, dass irgendetwas fehlt. Und in diesem Fehlen war dann halt, hat sich dann ein Drive der Suche gespielt. Also dass dieses Fehlen dann halt sozusagen erfüllt ist. Und Können wir sagen, dass dieses Gefühl des Mangels automatisch die Suche beinhaltet? Genau, 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 genau. dieses So. Gefühl der Trennung, nennen wir es Trennung, ist Genau. automatisch, ist im Grunde die Suche. Ne? Ja. Ja, Okay, genau. und das hat sich dann abgespielt und ja, wie? Ja, und dann gab es halt, haben sich die unterschiedlichsten Ideen und Vorstellungen darin gespielt, halt, ja, worin halt diese Erfüllung sich, sich einspielen, also sich also ja sich erfüllen könnte, Hm. ne? Und ja, aber egal was auch immer von all diesen ganzen Ideen und Vorstellungen auch erreicht worden ist, es hat sich nie diese tatsächliche bleibende Erfüllung eingestellt. Fülle, diese bleibende Sattheit, diese bleibende Genau, Fülle war diese nicht bleibende da. Sattheit, genau. Hast du, darf ich dich fragen, ob, also du musst nicht antworten, ne? Nur feel free, Ja. nur wenn du Bock hast. Hast du irgendwie so, irgendwelche exotischen Geschichten gemacht, wie irgendwas mit Esoterik oder Spiritualität oder wie hat sich diese Suche gezeigt bei dir in der Story?
Ja, gar, nee, also mit Spiritualität war jetzt hier, also war jetzt hier niemand unterwegs. Es war halt einfach immer so dieses Fehlen halt und Okay. Und das wurde irgendwie kompensiert im genau, Weltlichen. genau. Man war eigentlich ständig eigentlich, also in diesem Drive halt, ja, in dieser Rastlosigkeit sozusagen. Ja. Und in dieser Sehnsucht unterwegs, das hoffentlich sozusagen mit dem nächsten Ziel, also mit der nächsten Idee oder Vorstellung, die sich da gespielt hat, wenn Genau. ich das halt erreiche, dass sich dann diese Erfüllung halt dann auch tatsächlich halt einstellt. Aber es war immer nur temporär, ein Gefühl, ein Empfinden von, ja, ich hab's jetzt erreicht und es ist dann aber nicht geblieben halt. Und dann ging der Drive halt weiter halt. Und dann spielte sich War dir nicht. das bewusst, dass sich das so spielt? Ja, hier war schon halt auch, ne? Also es gab in der Geschichte hier vorher, war erst die als Kind nicht dieses Fehlen da. Und mit einmal war es halt so, dass hier dieser sogenannte Charakter halt irgendwann ja, wieder aufgewacht ist und dann war auf einmal dieses Gefühl oder dieses Empfinden von, ja, dass etwas fehlt. Genau. Und dann Trennung, einfach halt, Trennung auf einmal, ja. Was natürlich genau, mit. automatisch und ganz natürlich ist. Da ist nichts falsch dabei. Es ist einfach, wie es sich spielt. Genau. Also hier, also da ist ja nur diese Unteilbarkeit in Erscheinung von allem, also in Erscheinung Genau. von allem, was zu passieren scheint. Und Genau. die spielt sich selbst als diese Genau. scheinbare getrennte Einheit. Ja, Ja, also wunderschön. Ja. hier ist gar nichts anderes. Also der Ja. Sven ist gar nichts anderes. Genau. Der ist sozusagen diese Unteil, also hier ist nur diese Unteilbarkeit, die sich als diese Geschichte von einer scheinbaren getrennten Einheit sich gespielt hat, vorübergehend. Es ist ja immer Genau. nur vorübergehend. Genau. Ja. Und genau, und wie? Ja, erzähl weiter. Ja, und dass es hier diese getrennte Einheit nicht existiert, die sich dafür entschieden hat, jetzt sich als etwas Getrenntes und in diesem Getrennten halt als unerfüllt zu erleben. Ja, also, und halt auch nicht dafür entschieden hat, sich auf die Suche zu begehen. Es ist einfach diese Unteilbarkeit, diese Vollständigkeit an sich, die sich dann halt als diese Suche oder als diese Geschichte und als jegliche Geschichte sich dann inszeniert. Genau. Und wann war das ungefähr, als dieses oh, oh la 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 la, look at this. Ich glaube, Schneid noch mal jemand rein, ne? wir haben einen Gast. Good morning, Sander. Bum, budi, bum, bum, bum. Sander? Hey. Hey. Hello, Hey, hello. Sven. Hey, Hello. Sven, nice to see you. Yeah, nice to see you. Yes. Good Cool, morning in the Sander. evening. Yes, good Beautiful. morning in the evening. Yes. Yeah, you're welcome. Yeah, nice to see you. I mean, Yes. I heard about a lot about this Sven Your character soul. and Yes. only good things. We Only were good things. Xander, we were just about diving into Sven's story, Sven's beautiful story of this play of separation. And Yes. yeah, we will simply continue, right? Xander, feel free if you have impulses, just boom out with this, okay? Totally free. Of course, If you just want me, continue. if you want Yeah. me to translate stuff, just feel free, okay? Otherwise, we would just simply Sven, feel free also to talk English if you like. Fühl dich frei auch Englisch zu sprechen oder wenn du irgendwie willst, dass ich einen Teil übersetze, sag einfach, dann mache ich das. Ansonsten würde ich sagen, fahren wir da fort, wo wir aufgehört haben scheinbar, dass sich diese Trennung gespielt hat und bis sie sich eben nicht gespielt hat. Erzähl, was ist da passiert?
Ja, es hat sich halt hier so inszeniert, dass halt ja, dass diese Funktionalität vom Körper so nicht mehr funktioniert hat, dass halt auch vieles dann halt auch schon abgefallen ist, halt innerhalb der Geschichte halt. Und dass dieser Drive sozusagen ja im Endeffekt sich zu seinem Ende gespielt hat. Also, dass dann der Körper ja gewisse Einschränkungen erfahren hat in seiner Funktionalität, also Also nicht mehr diesen, körperliches Leid, ja, können wir sagen. ja, kann man so sagen, ja, haben sich einige Symptome gespielt und ja, so dass halt ja die ja dass das sogenannte scheinbare Leben von diesem Charakter immer weiter eingeschränkt worden ist. Und dass dieser Charakter, das, was bisher er alles so gemacht hat, immer weniger möglich war. Ja. Und irgendwann hat sich dann halt so zugespitzt, dass dann dieser Charakter dann in seiner Wohnhaft, also in seiner Wohnung, dann irgendwann zusammengebrochen ist. Okay, Und so the body da lag, collapsed. Okay. genau, da lag er dann, dieser Körper, dieser Charakter namens Sven, in dieser völligen Ausweglosigkeit und Hilflosigkeit und dass da auch keine Hilfe ihm zuteil geworden ist, also und sich auch nicht mehr, ja, da wo er lag, auch sich nicht mehr wegbewegen konnte. Und dann war es im Endeffekt so, dass halt ja immer, also dass die ja immer weniger Luft bekommen. Das hat sich Ja. dann so zusammengeschnürt und so verdichtet, dass halt immer mehr ja weniger Luft bekommen hat, dieser Charakter. Und dann hat sich halt noch so ein innerer Dialog abgespielt. Das macht ja kein, also es macht nicht dieser Charakter. Der Charakter ist ja schon etwas Gespieltes. Und dass sich dann dieser Dialog gespielt hat, was habe ich bloß getan? Na, warum tust du mir das halt an? Und Okay. Oh, beautiful. Sven, warte, warte an der Stelle. Sandra, I want to translate to you, or maybe also apparent English-speaking, not German-understanding people. Like, this is now the point where Sven just explained in the story. It was kind of a lot of suffering, body suffering, and bodily suffering. And then one day the body collapsed in the flat, and there was no one. So he was lying there, close to death, and he even could hardly breathe, take air. And then there appeared the thoughts of what the fuck did I do? Why me? Okay, this was in a way coming up there. Okay, Sven, und dann? ja, und dann hat sich hier noch so eine Art Widerstand gespielt, beziehungsweise noch nicht von diesem sogenannten scheinbaren Leben loslassen zu wollen. Okay, hold on. Und And then there appeared a strong resistance, so holding on to this life, not being able to let it, just to hold on it, yeah, Sven. ja, und mit einmal hat sich hier dann das dann so gespielt, dass auf einmal doch dieser Widerstand sich aufgelöst hatte. Und dann war auf einmal keiner mehr da, der noch sozusagen an diesem Leben oder an diesem Körper gehalten hat. Also, und dann war auf einmal so ein völliges Einverständnis da, wenn jetzt das sich jetzt hier ausspielt mit diesem Charakter namens Sven. Und Okay, ja, und and dann. then lass mich kurz, Ja. and then this resistance simply collapsed. There was no resistance anymore. No attachment to the body or to the character, nothing. Yeah. Ja. Sven? Ja, und im Endeffekt, in dieser totalen Ausweglosigkeit hat sich dann das, was ist, in seiner Geschichte sich dann selbst offenbart als ja, das, was ist, was unerkennbar für sich selbst ist, aber das totale Alles an sich ist,
in Erscheinung von allem, in Erscheinung von allem, was zu passieren scheint, in Erscheinung von allen Geschichten, also in Erscheinung von allen Charakteren, in Erscheinung von Welt und Universum sozusagen. Yeah, beautiful. So, just this revealed for no reason for itself. Or how, I don't know how to express it. It was too fast. I cannot. I have to. Yeah, but this was actually the collapse of the apparent me. yeah, beautiful, Sven. Sehr, sehr schön. Yeah. Und wie ging es dann weiter? Du lagst da, also du hast dann wieder, der Körper funktionierte. Nee, erstmal hat sich dann auch so gespielt, dass der also Körper, Charakter, Geschichte, Welt, war alles verschwunden. Okay. Und du also bist du jetzt noch da und liegst oder schon am nächsten Tag oder was auch immer? Wie lange ja, nee, war? Kann hier nicht gesagt werden. Also es war jedenfalls so, als dann wieder sozusagen sich so etwas dann wieder sich eingesch also dass wieder dieser Charakter sozusagen wieder wahrgenommen worden ist oder dass da sich der also dass dieser Charakter wieder erwacht ist, auf eine Art gesagt. Ne? Also das war noch am selben Tag, aber kann nicht gesagt werden, wie lange sozusagen nichts war Yeah. und doch alles. Yeah. Did you get it, Sanderlinchen? Well, yeah. I mean, yes. Do I get it? Yeah, it's hard to get anything, but you know, Sanderlinchen, it's simply a beautiful story. It's yes. just energetic. Yeah. It's not about the words. It's not about understanding. No, but I mean, what is energetic? It's also just the word. It's funny, you know. Yeah. No, but no, you know, it doesn't matter if anyone understands it or not. You know, it's just simply how it seems to play there. Yeah, you know. Yeah, totally, and totally. It's just it's a beautiful, beautiful story. Anyway, it's yes, just a beautiful yes, totally. Story. Yeah. 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 No, thank you very much for sharing, Sven. Yeah. Beautiful. Absolutely, it's the only Sven. Thing no, I danke. Can say. Yeah. Yeah, but and you even did not get the details, my dear. So it's really a juicy story there. So we will simply continue. Sven, und dann, also, dann hat es einfach seinen Lauf genommen, die Geschichte wieder mit dem, wie hat sich das dann gespielt? Ja, die Geschichte, also der Charakter namens Sven sollte sich dann halt fortsetzen und dann hat sich halt diese Geschichte halt fortgesetzt. Dann waren halt auch ja, viele, viele Symptome, die sich vorher gespielt haben, waren dann halt verschwunden. Und dann war auf einmal, ja, dann war auf einmal kein Fehlen mehr vorhanden. Also da war sozusagen, war wieder diese Vollständigkeit vorhanden, die ja sozusagen, ja. Die immer vorhanden war, aber diese Genau. Vollständigkeit hat sich halt vorübergehend als diese Geschichte der Unvollständigkeit gespielt. Ja. Ja, als diese illusionäre Geschichte der Unvollständigkeit. Beautiful. Aus sich selbst heraus. Und ja, also es gibt keinen, und was dann halt auch einfach vorhanden war, so dieses es geht nirgendwo hin. Also egal was an Bewegung stattfindet, die Bewegung geht nirgendwo hin. Weil das, was ist, hat nie angefangen zu passieren, ist aber das, was zu passieren scheint. Und deswegen ist es dann halt auch so in dieser Unmittelbarkeit dessen, also in dieser Offenbarung oder in dieser Unmittelbarkeit, muss nichts mehr sein. Also hier muss nichts mehr sein, hier muss nicht noch etwas passieren. Also alles, was jetzt noch passiert, na, was ja im Grunde genommen immer so ist, genau. Aber vorher schien in der Geschichte schien eine Not zu sein, aus diesem Fehlen heraus, genau. obwohl die Not nie tatsächlich gegeben war, real. Ja. Na, aber in dieser illusionären Geschichte hat sich eine Not gespielt, ne, eine scheinbare Not halt. Und jetzt spielt sich alles ohne Not. Jetzt spielt sich alles Gibt ohne keinen. Not. Und es könnte halt auch mit diesem Charakter jetzt auch sofort vorbei sein. Also ja. Es muss nicht noch etwas passieren, weil beautiful. In Wirklichkeit here, hold on, passiert please, auch nichts. Sven. Sorry, ja. I just want to translate this to Xander.
he just said that for this character nothing is anymore needed, so it can be now over and this is it. Like you always Xander is also saying this, Sven. Ich übersetze das, weil das genau so sagt. Öfter, yeah. wenn wir chatten, sagt das genau so an der Stelle, ja. Yeah. Yeah. Scheinbar. Scheinbar. Ja, genau. Scheinbar. Yes. Ja. Oh, sweetheart. Ja. Ja, nothing to happen. Ja. Yeah. No, exactly. No. Not really. Sven, wusstest du darüber, was so passiert? Oder war das für dich irgendwie komplett so, what the fuck? Hast du irgendwie... Es war außergewöhnlich gewöhnlich. Also wie vorher halt auch. Also vor dieser Geschichte der Unvollständigkeit oder der scheinbaren Getrenntheit. Ja, und dann war es unmittelbar wieder diese völlige Gewöhnlichkeit. Also es war nichts aus, Unmittelbar, also das ist ein unmittelbar. Schlag, unmittelbar, direkt, Ja. direkt, direkt. Genau. Da ist Genau. einfach nichts mehr on top, was, ne, irgendwas bemerken könnte oder nicht bemerken könnte oder, ja, direkt. Ja. Und das tatsächlich nie etwas angefangen hat und ja, dass das, was ist, halt endlos ist, halt. Dieses zeitlos Ewige, also raumlos, zeitlos, grenzenlos. Es ist Ja. alles, es ist alles. Es spielt sich in allem selbst. Es spielt sich in jedem Charakter selbst, also drückt sich in jedem Charakter selbst aus, in jeder Geschichte. Deswegen, also das, was jetzt hier spricht und da hört, ist das Gleiche. Das Gleiche, nur Beautiful. verschieden in seinem Ausdruck. Ja, schön. Ja. Also das, was Exactly. hier schaut, schaut auch da, ist dasselbe, ist das Gleiche. Ja, wunderschön. Ja. Und Und wann war das ungefähr? ja, das hat sich 2012, hat sich das dann sozusagen innerhalb der Geschichte Ja. ereignet. Ja. Diese totale Aussichtslosigkeit und Hilflosigkeit, wo es kein Entkommen mehr gab, sozusagen. This total, Und this was 2012, this total, there was simply this being in the trap, no way out, you know, and then, yeah, boom. genau, es war nichts mehr zu machen. Man hat wirklich, also es hat sich wirklich in diese Ausweglosigkeit hineingespielt. Yeah. Und dann hat sich so verdichtet halt, ja, dass dann sozusagen dieser Point of No Return sich gespielt hat. Und Yeah, beautiful. ja, sich dann aus sich selbst heraus in diesem, also was diesen Charakter anbetrifft, sich dann in seiner völligen Herrlichkeit beziehungsweise Vollständigkeit und Notlosigkeit sich dann offenbart hat. Und wann hast du angefangen, darüber zu sprechen oder wie ist es passiert? Hast du irgendwie jemand im Umfeld gehabt, so mit dem du darüber sprechen? Hattest du überhaupt das Bedürfnis, das zu teilen oder war das so? Nee, also die ersten Jahre überhaupt nicht, da wurde überhaupt nicht drüber gesprochen, weil es halt auch Nummer. völlig außergewöhnlich gewöhnlich. Also es war jetzt nichts, also es ist Die halt auch das ist auch das extra Ende extraordinary ordinary, so he did not spoke about it, because it was so ordinary, extraordinary ordinary. And yeah, und Sven? ja, und das dann halt auch ja jegliche Besonderheit ja existiert, also es gibt keine Besonderheit, also nichts, no special, no special, Nothing also special, no, no ja. specialness. Yeah, Ja. no specialitis. Ja. Ja, beautiful. Und dann? Ja, und irgendwann nach einigen Jahren hat sich es dann so gespielt, dass dann angefangen wurde, darüber halt auch zu reden. Also in dem einen oder anderen Begegnung dann halt auch. Oder dass dann halt auch eine Begegnung stattfand, wo auch ja, dieser Charakter namens Sven dann auch eingeladen worden ist, dann halt auch vor der einen oder anderen Gruppe dann halt auch darüber gesprochen hat. Ja, Und und ja, und dann ich hat habe sich dich dann ja auch jetzt so TV, und jetzt, kennengelernt. ja.
über Ja. JetzTV, als ich dich gesehen hatte. Und da war ich noch in diesem Seeking-Modus, scheinbar, aber der. Und das war halt diese radikale, kompromisslose Message wurde hier sehr stark, also resonierte ich sehr stark mit. Unter anderem und diese Heiterkeit, this joyfulness and expressing this, also ich, ne, also this resonance was there, weil du auch diese Freude, also so wie Emerson, my favorite character, hat diese Freude beim, mit dem, ne, das einfach so, ja, rauszuhauen, also so wunderschön und bei dir auch und vor allen Dingen auch diese Direktheit, diese Einfachheit. Auch wenn du gerne mit den Wörtern jonglierst und auch wunderschöne Wortspielereien machst, ich finde es bewundernswert, toll. Wirklich Kunst, ja, das ist irgendwie auch eine Kunst. Also ich finde, das ist einfach eine Kunst, auch drüber zu reden und wunderschön, ja, wunderschön. Kann ich nur empfehlen. Die Aufzeichnungen von Sven, wenn sie sich jemand anschauen will, werde ich auch unten nochmal aufschreiben, ne, wo was zu sehen ist. Oder auch wenn jemand sich mit Sven connecten will, werde ich auch seine Daten auch da, ne, teilen. Ja, immer total willkommen, genau. Also Genau. Diese haben ja auch Offenheit, immer wieder. Sven, ne, das war genial auch, als ich dich angeschrieben hatte. Du hast dann direkt reagiert und wir haben uns ausgetauscht. Ja, wunderschön, wunderschön. Also eine wunderschöne, unpersönliche Offenheit. Es ist einfach eben diese Fülle, diese freudige Fülle. Ja. Ja, wenn jetzt hier von dem, also wenn hier das Wort Heiterkeit ausgesprochen wird, ist im Endeffekt das gemeint, dass dieses völlige offene Das, diese Vollständigkeit und ja, das, was ist, was alles ist, was ist, schon sozusagen nie angefangen, vollbracht ist. Ja, und dass da gar nichts anderes existiert tatsächlich. Ja, also da Genau. ist nur das. Ja. Simply just this. Ja. Simply this Ja, und booming dann perfection. hat jetzt sozusagen dieser Charakter in seiner Funktionalität sich so zu spielen, dass er halt darüber spricht und wo sich dann halt Begegnungen spielen, wo dann halt auch ja, diese Worte dann auch immer wieder halt auch gehört werden, sozusagen auf eine Art gesagt und Genau. wo sich das, was ist, in seinen Geschichten immer wieder dann halt auch selbst in die Geschichte hinein oder in den Charakter hinein sich dann in seiner Vollständigkeit offenbart. Also so hat sich so manches Mal spielen dürfen oder sollen halt. Und ja, so inszeniert sich halt das, was ist, in einem selbst. Ja, Ohne dass es wunderschön. um irgendwas geht tatsächlich. Also Genau. ja, hier einfach Genau. diese Geschichten. Ja, sehr schön, sehr schön. Sandra, do you have any questions? No. No. No, I just want to say danke schön, Sven. Ja, total gerne. Danke Nothing schön to fürs Teilen. no. No Nice to see questions, you no. and Yeah, nice to Yeah, see you. Yes. I feel the connection. Yeah. Yeah. It's the same here. It's the same here. Yeah. It's a, Yes. Absolutely. Yeah. 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 It's Absolutely. beautiful. It's beautiful Absolutely to. open and full on. Yes. Yeah, it's a pity that my German is not good. I really would like to talk German, but it's I'm not good in understanding a little bit, but talking completely not. Yeah. So, but it doesn't matter so much. There's something Yeah. else. It's sensed in a way. It's not needed. The Irgendwie wird words are es just one. gefühlt. Ja, irgendwie wird es gefühlt. And Yeah. maybe Sven is going to practice a little bit more English Yes, talking, ja. so that he can maybe start also to perform Some a little bit later, in ja. English. Yeah. Perform some later, genau, Yeah. Yeah. in English again. Ja. Ja. Yeah.
We will Who see. knows what happens? Yeah, who Who knows? knows? Anything can Who happen, huh? knows? But it's not needed. Yeah. Es wäre really beautiful. Sehr schön, Sven, wie du das, die Geschichte erzählt hast. Und ja, so einfach, so simpel. Und magst du vielleicht jetzt ein paar abschließende Worte oder irgendwie was du magst, noch mitteilen oder auch sagen, irgendwas zu den Watchern hier? Ja, das ist im Endeffekt, sage ich mal, also das ist eigentlich dieses halt, dass es tatsächlich um nichts geht halt und dass da nichts anderes existiert. Also da ist nur das, was ist. Und das ist alles, das ist alles, alles, was ist. Und das hat nie angefangen und das wird niemals enden. Das ist zeitlos ewig. Und ja, auf eine Art gesagt, ist es halt, ja, kein Wort, es ist immer nur über Worte ein, aber es ist halt auch diese Unrelevanz von Worten. Sehr Ja, schön. das ist. Einfach es ist die Unrelevanz, finde ich gut. Irrelevanz oder ist es nicht relevant, was gesprochen wird? Ja, genau. Genau. Beautiful. Und es ist halt, das, was ist, ist halt diese Stille. Diese stille Leere, könnte man sagen, ja, die als alles, die als alles erscheint, ja, und die absolut, ja, absolut schon, es geht um nichts, also da ist nichts anderes, da ist absolut nichts anderes, ja, und Also zu allen, ja. die jetzt scheinbar noch suchen, sich spielend suchen, auch wenn das ist es ja, die scheinbare Suche ist es. Deswegen, ne, ist alles perfekt, wie es sich spielt. Da ist nichts Falsches. Absolut, ja. Nichts Da ist ist. richtig, nichts ist falsch. Es ist Genau. kein Zustand, es ist einfach nur das, was ist, ja. Genau In da, also seiner. da ist auch niemand, der etwas richtig oder falsch machen könnte. Genau. Ja, also alles, da ist nur das, was ist, was als alles sozusagen, was als alles posiert, als alles. Erscheint, als alles flimmert, als alles sich bewegt. Als alles Ja. boomt. Ja, genau, wie Rosa das auch immer, oder der Charakter namens Rosa es auch immer wieder genauso ausspricht, genau, dieses Boom oder Boom. Booming halt, ne? Genau. Boom. Boom, booty, boom, boom, boom. Genau. Und es ist Beautiful. halt einfach diese nie an, also diese grenzenlose, stille Leere, also die unveränder, Boundless silence. Ich diese übersetze jetzt ein bisschen Unveränderbarkeit simpler. dessen. Ja, genau. Und Unchanging die this. in dieser Unmittelbarkeit immer wieder pulsiert sie und genau, In this erscheint als directness das, was dann pulsating. ist. Ja. Ja, Und wunderschön. das, was ist, also man könnte sagen, das, was zu passieren scheint, ist halt real und unreal in dem, was ist. Yeah, it's real and unreal in what is. This what is Genau. appearing. It's real and unreal at Genau. the same time. Yeah. Same time, Yeah. genau. Sandra, for no one to get or not For to no get one, ja. or neither. Yes. So, Sandra Lynch, do you wanna? So, Sandra, you are going to end the show now, please. We are listening. Es ist Well, put the pressure. Come on. Come on. Give your best, man. Come on. Well, I think Sven put it really nice, and there's nothing to say. It's just this, simply this, and Yes. there's nothing to say yet. There seems to be many hours spending talking. Well, that's just simply what seems to be happening. But there's nothing to get nor to gain. But the thinking there's something to get or to gain is just also simply this. And there's no one doing that already. So I like to say this is real and unreal, like Sven is saying, for no one separate to know if it's real or unreal. So it's just this talking and sitting and zooming and whatever Yeah. scheinbar passiert. Beautiful. Ja, genau. Ganz toll. Beautiful. Oh, guys. Okay, Sven, herzlichen Ja, Dank. herrlich.
Und Ja, wir total bleiben gerne. in touch auf jeden Fall. Wenn du Ja. Impulse hast, hau die raus. Wir sind offen. Sander, thank you so much. And I just said, if there are impulses, just feel free, Ja, okay? vielleicht ein Impuls noch. Ja. Also, so, ihr spielt sich so, dass ihr sozusagen die Information sich spielt, dass halt auch solche Gespräche immer vermehrt jetzt auch stattfinden, immer mehr auch ausgestrahlt werden und dass auch immer mehr Charaktere sich davon halt auch, dass da sich eine Resonanz spielt, eine Begegnung miteinander und wo einfach halt das, was ist, immer wieder aus sich selbst heraus sich dann in Sich dieser, zelebriert. sich zelebriert, genau, sich zelebriert, genau, und sich in seiner Party. Vollständigkeit auch in diese Geschichte hinein dann halt auch offenbart halt, ne? Als das, was ist halt. Und es war nie anders tatsächlich. Das ist ja das halt, ne? In dieser Offenbarung ist völlig, es war nie anders. Es Yeah. war tatsächlich nie anders. Always Aber just this, never not this. It was, genau. yeah, beautiful, beautiful. Ja, Ja, wunderschön. Vielen lieben Dank. Und total gerne. Gerne wieder. genau, we stay in Dankeschön, touch. Sven. So I love you. Danke dir, Mua. Sander. Baba. Nice to see you. Bye bye. Yeah, nice to see you.